Elektronikpublik, sprich Elektronikpublik sind meistens DJs, also ab und zu Live-Acts, aber eigentlich eher DJs in Richtung Elektronik, von Elektro bis House bis jegliche Abwanderungen von elektronischer Musik. Also es glaube ich, trotzdem das als Stilrichtung ist, wird relativ vielfältig sein. Es sind drei Haupt-DJs, die alle drei, finde ich, sehr gute DJs sind. Und sehr präsent in der elektronischen Szene in St. Pölten, aber auch in Wien sind. Und davor gibt es noch eben 2 Stunden Impro, also so ein introartiges Ding, wo der Heinrich Deisel und ich auch Musik spielen werden. Auch Elektronik, aber vielleicht noch ein bisschen aufbauend und nicht so auf Tanzen ausgerichtet. Mein Name ist Heinrich, hallo, schönen Abend. Ich bin Musikjournalist, das erste Mal. Ich bin beim Campus und City Radio auf der FH in St. Pölten und ich bin auch DJ. Ja, genau. Und ich lege heute am Abend hier im Café Publik auf. Zusammen mit dem Lichtfeld. Andi Frenzel, genau. Ja, wie bist du eigentlich zum DJing gekommen? Wie hast du angefangen? Das ist ewig her. Das ist wirklich schon lange her. Ich habe angefangen als, weiß ich nicht, 15-jähriger Typ auf Partys aufzulegen. Habe dann so mit Anfang 20 einen Club im Flex in Wien gemacht. Und da hat es dann angefangen, so eine halb professionelle Karriere als DJ. Und ist mittlerweile etwas, das ich immer wieder gerne mache, aber ich würde mich sicher nicht als einer betrachten, wo so ist, dass ich jetzt zum Beispiel jede Woche auflege. Das mag ich nicht so. Das wäre mir auch ein bisschen zu inflationär. Also die DJ-Sets, die ich mache, die sind dann eher rar. Aber dafür umso besser ausgewählt. Was natürlich schon beim DJing ganz anders ist als wie beim Live-Spielen, also als Band-Live-Spielen, du hast einen ganz anderen Zeitfaktor. Als DJ bist du für 1, 2, vielleicht 3 Stunden gebucht. Das hat eine ganz andere Präsenz, sage ich mal. Wirklich gute Momente sind dann, wenn für dich selber was wirklich aufgeht, wenn weiß ich nicht, so von wegen. Der Übergang, der war jetzt genau so, wie ich ihn haben wollte. Ich habe den Beat genau erwischt. Ich habe so, ja, das sind aber technische Spielereien. Es ist dann wirklich gut, wenn eine Verbindung zum Publikum hergestellt ist. Und das ist genauso wie bei einer Band, wenn der auf der Bühne steht oder der am DJ-Pult steht, das Gefühl hat, in Verbindung zu sein mit dem Publikum. Ja. Mit einem Response, ja. Wenn Leute tanzen und dich anstrahlen zum Beispiel, ja, oder du siehst, die unterhalten sich und so nicht irgendwie so mitwippen oder so irgendwie. Das sind so Momente, wo man sagen kann, man hat Leute angesprochen durch die Musik. Mein Name ist Robert Trömer. Ich komme aus Schrambach, Lilienfeld, ja, und werde da heute auflegen. Wir haben erfahren, du hast eine Plattenfirma gegründet in St. Pölten. Naja, ich habe ein Label gegründet, ein Online-Label eigentlich. Und das ist nicht in St. Pölten, sondern auch in Lilienfeld oder in Schrambach. Ja. Wie ist das entstanden? Hattest du das selbst schon länger vor? Oder?
Das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich erstens selbst schon lange Musik mache und sehr viele Bekannte von mir Musik machen. Und ja, es daher irgendwie naheliegend war, das einmal unter einem Label herauszubringen. Dann noch dazu kommt, dass ich meine Diplomarbeit, dass mein Diplomarbeitsthema eben sehr, sehr gut dazu passt hat und ich da sehr viel über Online- oder über Online-Musikvermarktung gelernt habe. Und ja, deswegen im Zuge der Diplomarbeit eigentlich dann mich entschlossen habe dazu, dass ich dieses Label gründe und das einfach einmal versuche, über das, was ich da eigentlich die ganze Zeit schreibe. Was wäre so der perfekte Moment für dich beim Auflegen? Es gibt einen Moment, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, was man eigentlich macht und wo man einfach nur instinktiv die richtige Platte nimmt und das Publikum mitgeht und alle gefallen sind. Das ist der beste Moment. Das passiert ab und zu, wenn die richtigen Leute da sind.